Hallo und herzlich willkommen zurück zu Calling. Na, jetzt beim nächsten Mal kurz hier rein. Der Fluch. Ja, der Fluch. Ach, wir sind bei Mama Sagiri angekommen. Yuko A. Tagebuch 1. 28. Oktober. In der letzten Zeit habe ich sehr viel zu tun. Mein Nachmittag im Ingenieurbüro bringt mir nicht genug Geld ein, um Rekos Krankenhausaufenthalt zu bezahlen. Ich habe mich für die Nachtarbeit im Supermarkt beworben. Ich werde erst spät abends nach Hause kommen. Ach. Ich habe kein Telefon. Ich habe nicht das ganze Tagebuch vorgelesen. Schon dumm. Habe ich das nicht hier? Nee. Anscheinend ja nicht. Kriegt sich eine Mütze. Dass ich nicht das ganze Tagebuch vorgelesen habe. Zum Öffnen muss ich das Rätsel lösen. So. Gut, es ist offen. Diesmal versuche ich alles vorzulesen. Yuko A. Tagebuch 2. 4. August. Reko hat Selbstmord begangen. Ich kann kaum glauben, dass ich den Tod meiner eigenen Tochter aus den Nachrichten erfahren musste. Reko. Es tut mir so leid, dass ich eine solche schreckliche Mutter war. 5. August. Ich kann mich nicht dazu bringen, sie zu sagen, dass ich ihre Mutter bin. Ich habe die Krankenhausrechnung nicht bezahlt und ich kann mir keine Beerdigung leisten. Was werden sie sagen, wenn die Mutter plötzlich nach 2 Monaten ohne Kontakt auftaucht? Jetzt, da ich Reko nicht mehr habe, macht es keinen Sinn, in mein altes Leben zurückzukehren. 7. August. Ich bin verrückt geworden. Ich höre Stimmen aus dem ausgeschalteten Mobiltelefon. Rekos Stimme. Sie ist böse auf mich, nach ihrem Tod besucht habe. Reko, es tut mir so leid. Rest ist, was? Rest ist lesbar? Kyokos Brief 2. Sehr geehrte Yuko Asagiri, ich bin Schwester Sabine aus dem Kurumiya Krankenhaus. Ich weiß, dass Sie sehr viel zu tun haben, aber ich bitte besuchen Sie Reko, sobald es Ihnen möglich ist. Reko lacht so viel, wenn Sie sie besuchen. Wenn ich irgendetwas tun kann, lasst Sie es mich bitte wissen. Kyoko Hibino. Ja, ich glaube auch, du musst da noch mal. Als aufgehört. Da. Erschreck mich doch nicht so. Wo habe ich denn die Nummer? Mach ich's anders.
Ja. Nee. Muss ich nochmal Yoshis Nummer angeben? Ja, es reicht. Hör auf zu heulen. Mensch hier. Haha. Man auch mal von der anderen Seite lesen. Ich hätte nicht gedacht, dass du abheben würdest. Du bist im Koromia-Krankenhaus, richtig? Ja, warum rufst du dieses Telefon an? Ich wollte mich zum Krankenhaus transportieren. Mach dir darum jetzt keine Sorgen. Hör mir zu. Im dämonischen Abgrund gibt es viele Orte, aber sie alle haben einen einzigen Ursprung. Das Koromia-Krankenhaus. Was meinst du? Wer auch immer Leute durch die schwarze Seite in den dämonischen Abgrund zieht, muss dort sein. Wow! Makoto, hallo? Immer nur hier. Komm her. Na, wo bist du? Mama Asagiri. Jetzt wird sich die Nummer selber ein. 997-858-8838. Sich selbst gewählt? Ja. Wo bin ich? Ich weiß, ich habe da nichts. Nein, ist schon gut. Oh Mann. Hier gibt es kein Telefon. Achso, doch, hier gibt es ein Telefon. Verdammt, es ist defekt. Dieses Foto, Sadao, mit seiner Tochter, wie süß. Bevor ich an den Computer gehe, mache ich erstmal was anderes. Ich will euch nämlich was zeigen. Mal gucken, ob ich es überhaupt hinkriege wieder. Ja, da. Tada. So kann man. Hä? Ach so.
Ja, mal kurz. So sieht's aus, wenn eine Frau ihre Periode hat. Und es weiß weiterhin keiner, wer das ist. Ich habe einen schlimmen Verdacht, wer das sein könnte. Jetzt muss ich das Foto nochmal betrachten, was wir da gerade hatten. Da trägt sie ein pinkes Kleid. Vielleicht ist das seine Tochter. Ich bin nicht sicher. Ich weiß es nicht. Aber wie kommt sie auf einmal zu so langem Haar? Ein Computer. Vielleicht kann ich ihn damit den Inhalt des Flash-Laufwerks ansehen. Zungenbrecher. Ah. Ach Gott, wie war denn das? Da. Drei, Mensch. Sadao! Ich wusste, dass du schließlich hierher kommen würdest. Ja. Ich bin dir einfach hierher gefolgt, Sadao. Ich habe mir auch deine Forschung angesehen. Ich glaube, ich verstehe jetzt. Aber was willst du mir mit deinen Notizen sagen? Zu einem bestimmten Thema verbreiten und das kann zu Veränderungen führen. Das sagst du doch immer. Ja, genau das glaube ich. Als Journalist muss ich das glauben. Ich bin froh, dass du so weit gekommen bist, Makoto. Aber können wir denn gar nichts tun? Können wir Reiko und die Ausweitung des mnemonischen Abgrundes nicht aufhalten? Nein. Naja, vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Aber diese Dinge sind jetzt nicht mehr wichtig. Sadao? Weiß, was er mit ihm macht. Ich hab da, wer Yaoi kennt, muss ich immer sofort denken. Also das heißt erstmal auf Wiedersehen, gebt einen Daumen und bis zum nächsten Mal.